Und schon werde ich wieder angegriffen. Damit, liebe Leute, heiße ich euch herzlich willkommen zurück zur 33. und auch letzten Aufnahmesession fürs Erste von The Elder Scrolls 3. Morrowind. Wie gesagt, fürs Erste die letzte Aufnahmesession. Ich habe ein bisschen gesucht und wir haben tatsächlich das Grab gefunden, wo sich der Dolch oder die Klinge von Myrunes Dagon befindet, nämlich genau hier. Wir werden jetzt reingehen. So. Kommt uns gleich ein Flammadronak entgegen. Gut, wir haben also Edadra hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Irgendwie überrascht mich das auch nicht. Aus dem einfachen Grund, weil hier ja was Dädrisches ist. Nämlich der Dolch, den wir ja haben wollen. So, wie gesagt, das ist die letzte Aufnahmesession fürs Erste. Ja, ich wiederhole mich jetzt wieder. Ich betone es nur gerne nochmal, damit ihr es auch wisst. Denn für mich ist es tatsächlich immer noch September. Ja, ihr hört richtig, ich nehme das im September auf. Im September für den Dezember nehme ich auf. Wahnsinn, ich weiß. Aber das mache ich aus dem einfachen Grund. Alter, da ist ein fetter Ogrim in der Ahlengruft, ist klar. Das mache ich aus dem Grunde, damit ich mich nämlich dann währenddessen mehr auf die Hauptprojekte konzentrieren kann. Was ja dann auch der Fall sein wird. Und ich höre irgendwo Fliegen hier rumkreisen. Oh, Sturmatronak, okay. Den Ring haben wir ja schon bekommen. Gut, also ich denke mal, dass wir heute die... Morakton, dass wir die heute fertig machen. Das denke ich mal schon. Dann werden wir wahrscheinlich nochmal so ein paar Dungeons erkunden. Vielleicht sogar eine Dwemer-Ruine. Mal schauen. Also hätte ich schon mal Bock drauf. Okay, hier geht es nicht weiter. Und wenn wir das erledigt haben, beziehungsweise wenn wir die 3,5 Stunden erreicht haben, also wir werden heute nochmal 3,5 Stunden zusammen aufnehmen. Und ja, dann haben wir genügend Parts erstmal. Und wir haben die Wiederherstellung gerade nochmal nebenbei verbessert. Wir finden immer noch Skillbücher. Das ist echt spannend. Ich habe auch natürlich wieder Naruto Shippuden gesuchtet, ne? Kann ich ja auch nochmal dazu sagen. Bin jetzt bei der 2. Staffel dabei. Von Shippuden. Und, ja, ich freue mich hier schon auf die fortsetzenden Staffeln von Shippuden. Wie gesagt, die ganzen Naruto-Folgen, die ich jetzt momentan gucke, die habe ich alle auf DVD. Also in solchen Boxen, wisst ihr? Und deswegen kann ich die mir nach und nach dann alle eingucken. Was ich einfach richtig geil finde. Problem ist halt nur, dass man, wie man die unterbringt. Das ist eben halt so die Sache, weil es nimmt auch ein bisschen mehr Platz weg. So, einmal das. Da liegt noch was. Das nehmen wir gleich mit. Skriptmus. Gewöhnliche Hose. Die lassen wir da. Die brauchen wir nicht. So, und dann werden wir gleich nämlich nochmal mit dem Schlickschreiter nach Gnesis gehen und dann nach Alt-Veloti. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den Dolch direkt zu Myrunes Dagon bringen muss, aber ich meine, das war so, dass wir den direkt dahin bringen müssen. Skelett von Warner Leras, genau. Und der Kollege hat nämlich auch den Dolch, soweit ich das weiß. Oder vermute. Ein rostiger Dolch. Das soll er sein? Okay. Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet, aber gut, okay. Ein rostiger Dolch. Also alleine schon, dass das so geschrieben wird, ein rostiger Dolch, finde ich schon interessant. So, dann haben wir das erledigt. Dann würde ich mal sagen, wirke ich jetzt mal die ICV-Intervention. Ja, dann sind wir wieder beim Tempel. Weil ich würde ganz gerne dann via Schlickschreiter weiter voranschreiten. Es bietete sich jetzt einfach wunderbar an, das Wortspiel. Deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht. So. Und das wollte ich nämlich ganz gerne als Erstes machen. Ich sehe und grüße. Geil. Er sieht mich und grüßt mich auch noch. Wahnsinn. Was für eine Ehre. Heftig. Heftiger Junge. Ja. So. Vivek. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen Niedrigen. Wir müssen nach Seydanin. Nur von dort aus können wir nach Gnesis.
Wo ist die Tante? Da ist sie. Gnieses. Wir bieten euch einen besonderen. Ich mag das, wenn die Stimmen so rumsprasseln. Ich mag das. Ich finde das einfach cool. So, das Rattenfleisch können wir uns mal reinziehen. Genauso auch das. So, dann kommt natürlich wieder die Wohltat. Ne? Und dann schauen wir mal, dass wir nach Alt-Veloti kommen. Und von da aus dann direkt zu der dädrischen Ruine. War klar, dass der Träumer wieder da ist. Nein, du wirst sterben, mein Freund. Wie immer. Und ich grüße vorübergehend zum letzten Mal alle Zuschauer da draußen, die sich dieses Projekt anschauen. Wie zum Beispiel den Lothar, allen voran, die Sabrina Becker, die Marion, a.k.a. Sternenblut, den Cepit sowie den Laszlo, die beiden grüße ich recht herzlich. Dann den, korrigiere mich, wenn ich das falsch aussprechen sollte, den FiveCity 5555 oder 55 55 oder 5555. Ich weiß nicht genau, wie er sich das aussprechen lassen möchte. Der kommentiert mich fleißig nach, tatsächlich, habe ich gesehen. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal dafür, dass du dir die Parts im Nachhinein anschaust und wahrscheinlich dann auch dich bis hierhin dann vorgearbeitet hast. Vielen Dank und ich weiß das zu schätzen, dass du bis hierhin geguckt hast und sogar noch kommentierst. Und eventuell grüße ich auch noch den Elf, falls er noch dabei sein sollte oder sich wieder anschließen sollte. Das weiß ich nämlich nicht. Weil es sind leider einige Zuschauer auch schon abgesprungen. Weil denen das Let's Play wohl zu lang war oder was. Oder sie könnten nicht die Zeit haben. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn sie das nicht gucken können. Wenn sie das irgendwie mal im Nachhinein dann irgendwann mal gucken können, dann würde ich mich dennoch freuen. So ist es ja nicht. Also es ist nicht so, dass ich froh bin, wenn ich Zuschauer loswerde. Hallo? Also so ist es schon mal nicht. Ne? Aber ich kenne das ja selber, wenn man irgendwie keine Zeit oder keine Lust hat, Let's Plays zu gucken. Das kenne ich ja auch, das habe ich ja auch momentan, wo ich ja so viel Naruto gucke. Da liegt ein toter, übel zugerichteter Schmuggler. Und der hat nur noch seine Hose, also den habe ich schon mal gelootet. Ansonsten hätte er noch ein bisschen mehr als nur seine Hose. So. Wir müssen ganz nach Westen hier hin. Greift mich die Ratte an? Ja. Die guckt mich schon so komisch an, die Ratte. Na komm schon. Und tschüss. Headshot. Pestkranke Ratte. Oh, was haben wir denn hier? Klingt wie eine Basis des sechsten Hauses. Wollen wir die mal eben untersuchen? Die untersuchen wir mal eben. Es sind haufenweise Dädrer hier, okay. Interessant. Was ist hier nur passiert? Menschenfleisch. Au, okay. Ich sehe gerade die Anzeigen nicht mehr. Kleinen Moment, geht gleich weiter. Die Anzeige war plötzlich weg. So. Eisenstreitaxt. Jetzt ist sie wieder weg. Die Aschekartoffeln können wir mitnehmen. Gift. Au. Ui. Das ist ein dädrisches Nest, würde ich mal sagen, wa? Heieiei. Leiche eines Schmugglers. Ach, deswegen sind die so übel zugerichtet. Okay, das erklärt das. Die sind ausgezogen worden auch noch. Hier ist noch Brot. Leiche eines Schmugglers. Soyama. Nee, also das Menschenfleisch, das lasse ich da liegen. Das muss ich nun wirklich nicht haben. Was ist das hier für Dolch? Ein Stahldolch, okay. Totenwache. Mhm. Okay, kenne ich nicht, das Buch. So, den Scamp looten wir. Sehr schön. Großer Eisenkessel, da ist nichts drin. Okay. Oh, interessante Dungeon, die wir... Alter, was ist denn hier los? Anscheinend waren die Dädra in der Vergangenheit hier sehr hungrig. Alter Schwede.
Die haben schon ein paar mehr Menschen gefuttert anscheinend. Das nehmen wir mal alles mit. Ja, das Goma kann ich natürlich nicht mitnehmen. Aber alles andere können wir ruhig mitnehmen. Genauso auch hier können wir alles mitnehmen. Was für ein riesiger Thron auch, ne? Da saß bestimmt dieser eine Typ. Dieser Ogrim, der uns gerade angegriffen hatte. Das war wahrscheinlich der Herrscher hier. Wir sind quasi in seine Domain eingedrungen. Seine Domäne. In sein Herrschaftsgebiet, sagen wir es mal so. Die Skattel können wir essen. Genauso wie die Gurahaut. Zucharisma, in Zucharisma. Das nehmen wir alles mal normal mit. Was haben wir hier noch? Das können wir essen. Das können wir essen. Den Rest nehmen wir mit. Schwimmt da unten noch irgendwo? Oh. Die Tür. Entweder ist die Tür verbuggt oder aber es ist eine spezielle Tür. Auf jeden Fall führt die nach draußen. Interessant. Ui. Okay. Ich nehme das alles mal mit, ohne jetzt großartig zu gucken. Gürtel der Weisheit. Alter, sind hier geile Sachen teilweise dabei. Und viel Kohle auch. Oh, Weinbrand. Gut, hier ist nur Kleidung dabei. Ich nehme einfach die Draken mit, das reicht mir. Und schon haben wir die erste Höhle gelootet in dieser letzten Aufnahmesession. Wahnsinn. Die gerade mal 11 Minuten geht. Ja, ich wollte es einfach mal erwähnen, weil wir jetzt schon wieder was geschafft haben. Ich habe die Höhle einfach nur per Zufall gefunden und dachte mir, Mensch, gehe ich doch mal da rein. Und ja, sind wir fündig geworden. Sehr schön. Aber jetzt gehen wir wirklich zu der dädrischen Ruine von Mirunis Dagon. Was ja unser eigentliches Ziel war. Da muss ich für die Richtung hier, die entgegengesetzt. Aber das erklärt, warum der Leichen... der Schmuggler da war. Das erklärt das. So. Wir müssen nämlich nach Westen. Und zwar bis zum Zipfel. Bis zum Zipfli. Ja. Na, komm her. Sehr schön. Da ist noch eine Ratte, die töten wir auch gleich direkt. Scheiße, oder auch nicht. Jetzt aber. In den Arsch geschossen. Wie immer. Ich weiß, ich bin fies. Wir müssen erstmal wieder diese dädrische Ruine finden. Oh, der ist aber langsam. Der ist wirklich langsam. Na? Dann machen wir es so. Weggeschossen, die Sau. So, dann schauen wir mal weiter. Wir dürften ja schon in Richtung der dädrischen Ruine kommen. Der dwemischen Ruine. Da ist sie nämlich schon. Da. Hab ich genau gesehen, Kundschafter. So. Stimmt zwar nicht, aber egal. Da ist die Ratte. Da und unter uns ist ein Klippenläufer, habe ich gerade gesehen. Mal sehen, ob der uns angreift oder ob er es lässt. Ich weiß es nämlich nicht. Also ich denke mal, dass wir uns auf jeden Fall heute mal die eine oder andere dwemische Ruine mal vornehmen werden. Sofern wir mit dem Molaktong tatsächlich fertig werden. Könnte sogar sein, dass wir uns die hier vornehmen. Mal gucken. Die haben wir jetzt zweimal innerhalb einer Session gesehen. Mal schauen, ne? Wie wir vorankommen hier. Wie wir weiter voranschreiten heute. Au. Au. Da ist nichts mehr drin. Das haben wir alles schon geplündert. Scheiße. Geht doch. So, können wir die Schlammkrabbe auch verschwinden lassen. Oh, da gleich zwei von denen, okay. Da ist ein goldener Heiliger, ich sehe den schon. Das heißt, wir werden gleich den Dolch brauchen. Beziehungsweise, ich könnte ja eigentlich auch mal eine andere Waffe heraufbeschwören. Und die dann mal benutzen für den Kampf. Zum Beispiel den Langbogen. Die Pfeile dafür haben wir ja.
Genau. Das fällt mir jetzt erst ein. Das könnten wir eigentlich mal machen. Ich weiß nur nicht, ob die Pfeile trotzdem treffen. Ja, tun sie. Es hängt also vom Bogen ab. Das ist gut zu wissen. Dadurch, dass der Bogen ja jetzt heraufbeschworen wurde und damit magisch ist, ist er in der Lage, auch Daedra zu schaden. Sehr geil. Das sind solche Infos, die muss man erstmal wissen. Oh. Mist. Unter Wasser klappt das nicht so gut. Hallo? Ne, klappt nicht. Das hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Aber ich kann die Waffe nicht aus der Hand nehmen. Das geht nicht. Aber sobald ich das tue, könnte es sein, dass die Waffe verbuggt. Das wollen wir ja nicht. Es reicht, wenn ich schon einen Dolch durch den Bug habe. Muss ich nicht auch noch einen Bogen durch den Bug haben. Ich lasse einfach meinen Gegner zu mir kommen. Ja, komm. Okay. Der Dolch hat... der Bogen hat sich von selbst aufgelöst. Interessant. Super. Dann stand er da plötzlich mit seinem Schild vor. Auch geil. Aber der Pfeil war noch im Anschlag, ne? Also das habt ihr ja auch mitgekriegt. Ach ja, da drin ist ja auch noch eine Axt, ne? Scheiße. Na, lass mich raten. Eine dädrische Waffe? Ja, natürlich. Die sind ja besonders schwer. Ja, die Waffe geht noch. Gut, aber trotzdem werden wir Schwierigkeiten haben, den Dings mitzunehmen. Das weiß ich jetzt schon. Und da ist ein Daedroth. Schütze ist auf 59. Ach so, ja, wegen des Bogens. Ja, hm. Alles klar. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, hä? Nee, es liegt an dem Bogen. Weil der gibt ja noch zusätzliche Punkte darauf. Ist ja auch bei dem Dolch so. Der gibt ja auch zusätzliche Punkte. Scheiße. Ja. Oh, 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 oh. Au. Stirb. Ja, zur Not habe ich noch den Schild dabei, den wir ablegen können. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, jetzt brauchen wir einmal die Wohltat. Dazu kommt ja noch der Dolch wahrscheinlich, den er mir geben wird. Also ich gehe mal davon aus, weil es war bei Skyrim war es auch so, dass man die Klinge kriegt von ihm. Oh, ich habe so viel Scheiße bei mir. Verdammt nochmal. Hätte wohl doch nicht die eine Höhle zwischendurch plündern sollen, wa? Ah, ist egal, wir haben das ja jetzt getan. Können ja noch das Inventar ein bisschen erleichtern. So. Nein, jetzt sag bitte nicht, dass der Bogen jetzt verbuggt ist. Das wäre scheiße. Nur weil ich den repariert habe. Ich hoffe, dass er sich auflöst. Nach einer Zeit. Tagebuch wurde aktualisiert. Weswegen? Mit dem, was ich für Mirones Klinge halte. Sie ist der Waffe der Legenden nicht mehr ähnlich. Sie ist stumpf verrostet und nicht mehr zu gebrauchen. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, dieses eine Buch hier, wo ist denn das? Da. Das lasse ich auch mal da. Aber ich glaube, dass trotzdem der Dings ziemlich schwer ist. Die Ebenerzaxt, die da noch liegt. Oder? Wie schwer ist die? 48. Ja, das ist ziemlich schwer. Ich lege mal den normalen Speer ab. Habe ich immer noch zu viel. Dann nehmen wir noch die Axt weg. So. Schnellspeicherfunktion. Du hast meine Klinge gefunden. Gut. Fühlst du ihren Hunger? Kannst du ihre Enttäuschung spüren? Nun, ich werde sie jetzt wieder zu dem machen, was sie war und was sie immer sein wird. Nimm Merunes Klinge und nutze sie gut. Lasse die, die vor dir stehen, erzittern. Zieh im Namen von Merunes Dagon eine Spur des Blutes durch das Land. Ja. Und damit haben wir seine Klinge. Wo ist sie denn? Da ist sie.
Das ist seine Klinge. Kurzwaffe. Merones Klinge, einhändig. Hat einen Wert von 5000. Rüstung auflösen, hat sie Anfälligkeit für Gift und Gift. Okay. Das ist also seine Waffe. Interessant. War klar. Da hatte ich gehofft, dass sich die Waffe vielleicht mal auflöst. Nein, die Waffe bleibt natürlich. Extra, um mich zu ärgern, bleibt sie. Aber gut, dann weiß ich, dass beschworene Waffen helfen also auch dagegen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und wir haben somit die Quest von ihm erledigt. Und wir können jetzt auch die Quest von ihnen hier ablegen. Fertig machen. Jo, den Ring haben wir. Einer nach dem anderen zu uns zurück, genau. Beförderung kriegen wir nicht, war klar. Das habe ich mir schon gedacht. Besondere Aufgaben. Die dunkle Bruderschaft hat hier in Wadenfell einen Anführer namens Dorus Marius. Er und seine Anhänger haben sich nach Aserneria, Rairan, zurückgezogen. Liegt in den unterirdischen Kanälen der heiligen Olms Wohninsel hier in Vivek. Findet diesen abscheulichen Ort und richtet Dorus Marius, den Führer dieser Anbeter von Merunes Dagon, auf ehrenhafte Weise hin. Okay, mache ich gleich, aber ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen was loswerden. Ich bin doch ein bisschen voll. Ein bisschen sehr voll. Ne? Es ist mir wirklich. Ja, mir auch. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ne, und jetzt kommen gleich erstmal wieder die üblichen Ratten, die wir erstmal töten müssen. Sag ich ja, die üblichen Ratten. Die eine kommt nicht mal durch. So, das Fleisch futtern wir gleich mal, bevor, ne? Ihr seht ja, wir haben wirklich sehr wenig Platz nur. So, das war das. Jetzt können wir hier durch. Also wir haben jetzt tatsächlich 4 dädrische Quests abgeschlossen. Was mich sehr freut. Also ursprünglich wollten wir ja nur die von Azura machen. Dann kam ja noch die Dank des Lothars, den ich übrigens auch herzlich grüße. Ich glaube, dich habe ich schon wieder vergessen. Aber ich grüße dich ansonsten doppelt. Ist auch mal was. Alle anderen grüße ich nur einmal, den Lothar grüße ich doppelt. Alleine schon deswegen, weil er mir diese dädrischen Quests empfohlen hat. Und er kommentiert ja auch fleißig und vor allen Dingen auch ausführlich. Und das freut mich auch sehr, dass er so ausführlich kommentiert. Auch mit den Angaben von Zeiten. Also wenn ihr immer eine bestimmte Szene gut findet, dann hebt die ruhig in den Kommentaren hervor. Da braucht ihr einfach nur die Zeit einzugeben. Mit dem Doppelpunkt zwischen. Wenn ihr das dann nämlich abschickt, dann werde ich nämlich bläulich markiert. Dann sehe ich das nämlich. Und dann weiß ich, kann ich auch gucken, welche Szene ihr genau meint. So kann ich dann besser auf euren Kommentar dazu dann eingehen. Das macht ja auch zum Beispiel der Scarfon. Auch an dich herzliche Grüße nochmal. Das macht er nämlich auch. Und das finde ich auch ehrlich gesagt sehr hilfreich, weil dadurch weiß ich immer, was gemeint ist. So, jetzt würde ich ganz gerne... Ich bin ja jetzt bei den Lalu. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal irgendjemanden finden, wo ich was verkaufen kann. Zumindest etwas. Nicht alles, aber ein bisschen was. Oder auch nicht. Dann gehen wir erstmal zur Elfennation und darüber dann raus. Vielleicht muss ich ja doch nicht... Vielleicht muss ich ja doch nicht so weit weglaufen. Beziehungsweise doch muss ich schon. Alleine schon, um die dädrischen Waffen loszuwerden. Und die Ebenerzwaffe. Dafür muss ich wohl oder übel nach Balmora. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu handeln. Was? Skoma? Ich habe doch kein Skoma bei mir. Habe ich echt Skoma bei mir? Oh ja, scheiße. Das Skoma wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. So. Das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Es wäre mir eine Ehre. So, können wir jetzt handeln? Ja, jetzt können wir handeln. Also Skoma, da es ja eine Droge ist, ist natürlich dementsprechend ungerne gesehen, ist ja klar. So, kaufen wir ihnen mal das ganze, oder beziehungsweise verkaufen wir ihnen mal das ganze Zeug, gerade das Zeug, das so schwer ist. Aber dem muss ich leider aufpassen, weil der ist ziemlich wertvoll. Das hier kann er haben, das kann er haben. Die Daedra-Herzen werden wir zum Beispiel nämlich schon nicht los. Das ist einfach ein Grunde, weil die zu viel wert sind. Das hier werden wir noch los. Können wir noch 2 rausholen. Durchfalschen und das war's dann nämlich auch schon. Weil so viel hat er ja leider nicht. Ich glaube, die in Balmora ist die einzige, die wirklich so viele
Draken zusammen hat. Möge ich mich eurer Gesellschaft als würdig. Immer, mein Freund, immer. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht unseren Bogen verkaufe. Weil dadurch, wenn ich jetzt den Bogen heraufbeschwöre und den benutze, dadurch hätte ich einen größeren Nutzen. Das Problem ist halt nur, wenn der verbuggt, dann habe ich auch noch einen zusätzlichen Bogen und das muss ich auch nicht haben, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal, das wird schon irgendwie. So, vielleicht kriege ich den noch auf 600 hoch. Ja, wunderbar. Also ein bisschen was sind wir schon mal losgeworden. Das ist schon mal ganz gut. Taverne ohne Namen. Das ist, glaube ich, der Händler aller Art, ne? Ja. Genau. So, was... Du hast auch nur 400. Es ist nicht sonderlich doll. Muss man ja schon sagen, ne? Urteil des Heiligen Sota. Den behalte ich mal. Es könnte sein, dass es ein Questgegenstand ist. Ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir noch die überwertvollen Sachen da bei uns. Das habe ich mir gedacht. Jetzt sind wir schon wieder bei 342. Okay, jetzt sind... Ja, okay. Wir müssen wirklich nach Balmora. Weil nur da werden wir das Zeug wirklich los. Genauso auch mit den ganzen Dädrischen und Ebenerz-Sachen, die wir ja auch noch bei uns haben. Heieiei. Gibt es eine kleine Verzögerung für eine Quest, dann ist es halt so. Geronimo! Au. Soll ich gleich mal die Levitation benutzen? Ich glaube, ich benutze gleich mal die Levitation. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller dann vonstatten. Starke Levitation. Und dann kann ich eigentlich auch genauso gut direkt nach Caldera und die Sachen verkaufen. Gut, außer den Dolch. Das wird ziemlich dämlich, wenn ich den verkaufe. Von Meronis, meine ich. Ah, es hat gereicht. Sehr schön. Sehr gut. Und dann werde ich jetzt tatsächlich sonst mal in Zukunft auf den beschworenen Bogen setzen. Da haben wir ihn. Weil dann schulen wir nebenbei nämlich auch die Beschwörungsschule. Das ist, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. Es reicht ja eigentlich, wenn wir die Pfeile dabei haben. Gucken, ob wir hier noch ein paar Sachen loswerden. Obwohl, das bezweifle ich eigentlich. Sieht das hier aus? Ist leer, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, reisen wir jetzt erstmal nach Caldera. Ja, es ist super, dass ihr euch genau davor stellt. Ich höre, ist das wirklich nötig, dass ihr mit mir sprecht? Ja. Jetzt ist recht. So. 650, das habe ich mir gedacht. Schon zu wertvoll. Aber wir können ihr die Seensteine in die Hand drücken. Die brauchen wir ja nicht. So, vielleicht noch ein bisschen was rausholen dabei. Danke. Ich gehe nochmal raus. Nein. Kann ich euch helfen? Nein. Ich von dir. So, wenn die beiden Mädels da jetzt auch nochmal weggehen würden, dann könnte ich da auch mal rankommen. Also das Problem gibt es nicht nur bei unserer eigenen Festung, das gibt es auch hier in der Magiergilde, wie man sieht. Unter Sonne und... Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Da schau doch nicht hin. So. Ich bin ganz Ohr. Bitte, ihr ehrt mich. Alter, wie sie das ausspricht, ne? Bitte, sprecht nur. Das klingt so gefährlich, wenn sie das sagt. Vor allem, wenn sie das so sagt. Diese Betonung dabei, wisst ihr? Klingt so ein bisschen gefährlich, so ein bisschen unterschwellig, sagen wir es mal so. So, wir wollen handeln, mein Freund. Ja, das habe ich mir gedacht. Das war die. Den Bogen kriegst du auch noch dazu, weil, wie gesagt, wir nutzen dann in Zukunft die Beschwörungsschule einfach dafür. Okay. Dafür haben wir den Zauber ja, mehr oder weniger. Dann gehen wir nochmal zu den regulären Händler. Ich muss sagen, eure Gesellschaft gefällt mir. Das freut mich. Und ich habe ja auch tatsächlich in der letzten Session festgestellt, dass der viele Platz auch noch dadurch verloren geht, weil wir so viele Dietriche und das alles haben. Es könnte sein, dass ich am Ende der Aufnahme tatsächlich mal ein paar Sachen ablegen werde davon.
So, dann werden wir das auch schon mal los. Das ist gut. Zack, 1100. Sehr schön. Also Geldsorgen haben wir wirklich keine mehr. Genau. Genau, mein Freund. Kriecher. Einmal mehr besuche ich dich, Kriecher. So, und jetzt heißt es wieder 24 Stunden warten. Juhu. Es ist übrigens auch in den anderen Spielen so. Wenn die kein Geld mehr haben, muss man tatsächlich 24 Stunden warten, bis sie wieder Geld haben. Ihr seid sicherlich von großer Weisheit. Der einzige Unterschied, der bei den späteren Händlern, glaube ich, besteht, gerade vor allen Dingen auch bei Skyrim, ist der, dass die Warenbestände sich nach einer Zeit zurücksetzen. Also das heißt, wenn man zum Beispiel denen einiges abkauft, dass sie es nach einer Zeit wieder nachkriegen.